Wenn Menschen ohne Hilfsmittel aus einem Flugzeug springen, ändert das meistens nicht so gut. Deswegen geben wir ihnen beim Springen oftmals Fallschirme mit, um die Fallgeschwindigkeit zu verringern. Doch wie groß muss der Fallschirm mindestens sein, damit die Geschwindigkeit nicht zu groß wird und der Springer sich somit nicht die Beine bricht? Wir wollen ja, dass er unverletzt nach Hause kommt. Um uns näher mit dem Problem zu beschäftigen, bauen wir es als gegenständliches Modell nach. Wir brauchen dazu folgende Materialien: Eine kleine Figur, zum Beispiel aus Knete, Fäden und eine Mülltüte. Ein Maßstab und eine digitale Kamera brauchen wir für eine Videoanalyse. Nachdem wir aus der Mülltüte und den Fäden einen Fallschirm gebaut haben und die Figur an ihm festigt haben, lassen wir den Fallschirmspringer vor dem Maßstab fallen. Mittels Videoanalyse halten wir die Geschwindigkeit unserer Knetfigur mit der Zeit fest und visualisieren die Werte in einem TV-Diagramm. Offensichtlich nimmt der Fallschirmspringer nach kurzer Zeit der Beschleunigung eine konstante Geschwindigkeit an. In unserem Versuch beträgt sie etwa 2,4 Meter pro Sekunde. Doch warum ist die Geschwindigkeit des Fallschirmspringers nach kurzer Zeit konstant? Um diese Frage zu klären, schauen wir mal nach, welche Kräfte eigentlich auf den Fallschirmspringer wirken. Zum einen haben wir die konstante Gravitationskraft Fg, die in Fallrichtung zeigt. Die Reibungskraft FR am fallenden Gesamtkörper, welche durch die Luftreibung entsteht, zeigt entgegen der Fallrichtung. Da sie unter anderem von der Geschwindigkeit des Gesamtkörpers abhängt, erhöht sie sich so lange, bis sie gleich der Gravitationskraft ist. Der Körper wird also nicht mehr beschleunigt und behält eine konstante Geschwindigkeit. Doch wie berechnen wir jetzt die benötigte Fläche des Fallschirms für einen realen Menschen? Da es mathematisch sehr kompliziert ist, dies zu berechnen, entwickeln wir ein symbolisches Modell mit dem Programm Coach 7, welches uns die Berechnung der anfallenden Differentialgleichungen abnimmt. Zu Beginn konstruieren wir unsere beschleunigte Bewegung. Dafür nehmen wir eine zeitlich veränderliche Bestandsvariable und nennen diese Fallgeschwindigkeit. Wir tragen für die Einheit Meter pro Sekunde und für die Anfangsgeschwindigkeit Null ein. Diese Bestandsvariable verknüpfen wir mit einem Fluss, welcher für die Änderung der Fallgeschwindigkeit zuständig ist. Als nächstes nehmen wir eine Hilfsvariable, nennen diese Beschleunigung und geben ihr die Einheit Meter pro Sekunde zum Quadrat. Die Beschleunigung beeinflusst die Fallgeschwindigkeit. Allgemein bekannt ist ja, dass eine Kraft F gleich der Masse M mal der Beschleunigung A ist. Also wirkt auf unseren Springer die Beschleunigung, die gleich der Gesamtkraft durch die Masse des Springers ist. Wir nehmen dafür eine Konstante, diese bezeichnen wir als Masse M und geben ihr die Einheit Kilogramm. Die Definition lassen wir erstmal leer. Für die Gesamtkraft nehmen wir eine Hilfsvariable, benennen diese mit Fa und geben ihr die Einheit Newton. Wir verbinden die Masse m und die Gesamtkraft Fa mit Hilfe von Konnektoren mit unserer Beschleunigung. In unserer Hilfsvariable Beschleunigung tragen wir nun unsere Formel für die Beschleunigung ein. Wir haben schon gesehen, dass in unserem System zwei Kräfte für die Beschleunigung des Springers zuständig sind die nach unten gerichtete Gewichtskraft fg und die nach oben gerichtete Reibungskraft fr. Diese modellieren wir mit zwei Hilfsvariablen, welche wir passend benennen und mittels Konnektoren mit unserer Gesamtkraft verbinden. Dementsprechend addieren wir in der Formel für die Gesamtkraft die beiden Kräfte, da die Gewichtskraft die Masse mal die Erdbeschleunigung ist und wir die Konstante M bereits haben, benötigen wir noch eine Konstante für die Erdbeschleunigung, welche die Einheit Meter pro Sekunde zum Quadrat und einen Wert von 9,81 hat. Jetzt können wir die beiden Konstanten mithilfe von Konnektoren mit der Gewichtskraft verbinden. Die Formel für die Gewichtskraft ist Masse mal Beschleunigung. Kommen wir nun zur Reibungskraft FR. Die Formel für die Reibungskraft ist laut Literatur angegeben mit Fr ist gleich ein halb mal den Cw-Wert mal die Dichte der Luft mal die Querschnittsfläche des Fallschirms mal die Geschwindigkeit zum Quadrat. Da die Reibungskraft entgegengesetzt der Gewichtskraft ist, ist sie negativ definiert. Der CW-Wert ist ein Koeffizient für den Strömungswiderstand. Verschiedene Objekte haben unterschiedliche Koeffizienten, die nachgeschlagen werden können. In unserem Fall nehmen wir eine offene Halbkugel mit einem CW-Wert von 1,11 an. Nun können wir mit drei zusätzlichen Konstanten die Berechnung unserer Reibungskraft modellieren, und zwar mit dem CW-Wert, der Luftdichte mit der Einheit Kilogramm pro Kubikmeter und der Querschnittsfläche mit der Einheit Quadratmeter. Gemäß der Formel verbinden wir alle nötigen Konstanten und die Geschwindigkeit mit FR. Fertig ist unser symbolisches Modell. Zur Überprüfung tragen wir alle relevanten Werte aus unserem gegenständlichen Modell ein. Unsere Knetfigur inklusive Fallschirm wiegt ungefähr 100 Gramm. Die Querschnittsfläche beträgt 0,25 Quadratmeter und die Luftdichte hat einen Wert von 1,2 Kilogramm pro Kubikmeter. Starten wir nun unsere Simulation, sehen wir, dass sich unsere Berechnungen in etwa mit den Werten aus dem gegenständlichen Modell decken. Damit ein realer Fallschirmspringer sicher auf dem Boden ankommt, muss er eine Fallgeschwindigkeit von etwa 5 Meter pro Sekunde haben. Wie groß muss also die Querschnittsfläche des Fallschirms sein, wenn ein Mensch mit einer Masse von 80 Kilogramm springt? Baut das symbolische Modell mit Coach 7 nach und ändert die relevanten Größen.